dann ist es garantiert, also es geht gar nicht anders. Es ist so unwahrscheinlich, dass man nicht einen Kunden gewinnt in dieser ersten Zeit. Bin ich einfach ein unbekannter Freelancer, der kein riesiges Netzwerk hat und jetzt sich Ja, das denkt, wäre das. okay, ich fange jetzt an und jetzt brauche ich meinen ersten zahlenden Kunden möglichst bald. Also wenn du es auf einen Monat setzt, dann würde ich vielleicht nur ganz kurz doch das kostenlos Arbeiten thematisieren, dass man vielleicht die ersten 29 Tage kostenlos arbeitet und mit dem Kunden einen Deal macht, wenn er richtig happy war, dass ab Tag 30 gezahlt wird, dann hat man im ersten Monat den ersten zahlenden Kunden gekriegt. Und viele wollen einen für sich kostenlos arbeiten lassen. Aber sonst, wenn man wirklich nichts hat und wirklich einen zahlenden Kunden finden muss, und ich habe auch keine Zeit, eine Website aufzubauen oder irgendwie Social was zu machen, und ich habe für nichts Zeit, dann muss ich zum Hörer greifen, dann muss ich mir irgendwie eine Unternehmensliste rausfiltern, dann muss ich auf Xing und auf LinkedIn gehen, dann muss ich überall dorthin, wo ich kostenlosen Zugang zu diesem Markt habe, also wo ich sehen kann, wo sind meine Kunden, wo sind potenzielle Leute, und dann muss ich in 30 Tagen mir 18 Stunden am Tag Zeit nehmen, mir selber irgendwie das Ziel setzen, in 30 Tagen habe ich den ersten Kunden, und dann so viele Direktnachrichten verschicken, so viele E-Mails verschicken, so viele Anrufe tätigen und so oft nachfassen, 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 dann ist es garantiert, also es geht gar nicht anders. Es ist so unwahrscheinlich, dass man nicht einen Kunden gewinnt in dieser ersten Zeit. Wenn man vielleicht auch nicht ganz doof ist, nicht ganz unhöflich am Telefon, Umgangsformen kennt. Dann ist es eigentlich, also da würde ich ganz viele Wetten eingehen, dass man garantiert einen Kunden gewinnt.